Hallo Leute, willkommen zurück. Wir sind hier noch nicht fertig beim New Year Summer Sun Hack. Denn es fehlt noch etwas ganz Wichtiges. Und zwar die Welt Nummer 9. Die wollen wir uns doch nicht entgehen lassen. Ihr habt gesehen, die komplette Welt wurde geändert, selbst hier das Icon. Wir befinden uns jetzt in einer großen Münze. Collect all the star coins in World 1 to unlock this course. Also wir sollen alle Sternmünzen in der Welt 1 finden, um dort weiterzukommen. Und dann machen wir das Ganze doch mal. Ich glaube nicht, dass uns noch viele fehlen. Schauen wir doch kurz nach. Was fehlt uns denn? Welt 1, 2, die dritte Sternmünze, Welt 1 Festung, die zweite und im Schloss die letzte. Also noch 3 Stück. Ja, mal gucken, ob wir die auf Anhieb finden können. Und dann können wir uns zu dem Level in Welt 9 begeben. Nur ein einziges Level, das letzte Bonus-Level dieses Hacks. Auch natürlich völlig neu gestaltet. Wie auch sonst, wie der ganze Rest der Level, durch die wir hier geschickt wurden. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich... Ich merke es mir nie, dass da oben immer noch die Fledermäuse sind. So, jetzt aber hier. So. Das Wasser steigt. Und wir können hier weiter. Wow. 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 Genial. Super Anfang. Moment, wir haben doch eigentlich noch ganz viele Items, oder? Oder zumindest einige. Na, ganz viele ist ein bisschen übertrieben. Ich denke nicht, dass der Mini-Pilz hier so hilfreich ist, also versuchen wir es doch einfach mal mit der Frostblume. Das Ganze hier vielleicht ein bisschen schneller. Na. Den Sprung noch richtig hinkriegen. Und wie gesagt, man sieht die da auch nicht. Ich renne jedes Mal da lang und denke mir, ach ja, da ist ja nichts. Ah. Na komm schon, Mario. Ich weiß, du brauchst ein bisschen Anlauf, damit du so springen kannst. Das ist mir schon klar. Okay. So. Und Multikill. Na, Moment, das kriegen wir hin. Na, ich glaube, jetzt sind sie ein bisschen unsynchron geworden. Nein, nicht so wild. Ups. Rüber. Weiter. Da oben. Da oben sind meine Erzfeinde. Ah. Ah. Im Wasser kann ich mich verstecken. So, dann haben wir hier schon mal den Mittelpunkt. Jetzt also die Augen offen halten. Wo hier denn die letzte Münze sein könnte. So, das ist Münze Nummer 2 da unten. Okay. Ich denke ja immer noch so ein bisschen, dass ich da oben fündig werden könnte. Hm. Aber wie genau soll das funktionieren? Ob ich da nach links oben muss oder... Naja, versuchen es mal. So. Nein. Das sieht doch sehr danach aus, als ob das hier nur für einen Pilz, ja, für einen One-Up da wäre. Na gut, dann schauen wir einfach mal, ob wir hier irgendwo was finden. Noch eingefroren. Okay. Zerstören wir das Ding noch schnell. So. Hier, nein. Hier unten irgendwo drinnen. Hier, nein, auch nicht. Oh! Nein. Knapp. Oh! Oh! Nein, nein, nein. Lass das ja sein. Da muss noch einer. Hier drinnen, nein. So. Ah, hier kann ich mir zwar einen Pilz holen, aber jetzt sind wir hier schon beim Ende. Ach, da unten war sie. Okay. Okay.
So, jetzt nur noch überlegen, wie zur Hölle komme ich da lang? Das ist eine Frage. Dann haben sich da unten eigentlich nur Münzen aufgetan, oder? Ach, ich versuch's einfach nochmal. Ach, hier kann man doch stehen. Gut. Dann habe ich mir da unnötig Gedanken darüber gemacht. Gut, dann hätten wir diese Münze also. Sehr schön. Und sonnig. Und bald soll ja wieder Winter kommen bei uns. Eine Woche lang Frühling. Wahnsinn. Naja. Ich mag den Winter eigentlich, aber irgendwann braucht man doch schon wieder ein paar Sonnenstrahlen, damit man wieder gut drauf sein kann. So, das war die Nummer 1. Zwei Stück kommen noch. So, die wird wahrscheinlich ziemlich versteckt sein. An der bin ich einfach so vorbeigelaufen, das weiß ich noch. Bin ich ja mal gespannt, wo wir hier die zweite Münze finden können. Die zweite ist immer ein bisschen am schwersten zu finden. Da, wenn man die erste sucht, dann sucht man halt den Anfang ein bisschen ab. Wenn man die letzte sucht, kann man das nach dem Mittelpunkt machen. Also, die zweite am kompliziertesten zu finden. Meiner Meinung nach. Und da fällt er runter. Okay. Ups. Aber um das Ganze einzugrenzen, wäre es natürlich cool, wenn ich nochmal gucke, wo die erste Münze war. Und ich glaube, die war hier hinter dieser Tür. Also schauen wir da nochmal kurz rein. Ja, da oben. Okay. Gut. Dann brauche ich hier nichts mehr. Okay, also von hier bis zur dritten Münze irgendwo dazwischen. Zum Beispiel hier links irgendwo. Oder auch nicht. Ja, oh. So, dann hier hoch. Ich hoffe nur, dass ich diese Kugel nicht brauche. Kann ja auch sein. Damit kann man ja Wände durchstoßen. Hier irgendwo. Vielleicht hier rechts, bei den paar Münzen. Ah, nein. So, Mittelpunkt haben wir schon mal erreicht. Dann muss es ja jetzt hier irgendwo sein. Irgendwo ganz nah. So, vielleicht da? Irgendwo? Nein. Offensichtlich nicht. Ziemlich viele Knochen trocken hier. Kann ich die nicht wegrutschen? Ja, kann ich. Okay, aber es tötet sie nicht. Wieso ziemlich? Alles andere auch nicht. Oh, obwohl, einer ist weg, oder? So, wenn ich hier hochgehe, dann war es das, glaube ich, erstmal. Und war hier nicht Münze Nummer 3? Nein, hier war sowas. Hier an der Seite irgendwo. Nein. Auch nicht. Okay, dann halt nicht. Hier an der Seite. Auch nicht. Ah, sind wir nicht gleich bei der dritten Münze? Hier unten, ob hier irgendwas drin ist. Ich vermute mal das nicht. Na gut, dann gehen wir jetzt noch ein Stück höher. So, und da war meiner Meinung nach die dritte und letzte Münze drin. Gucken wir mal. Ja. Okay, wieder dran vorbeigerannt. Die scheint ja recht gut versteckt zu sein. Tja. Na. Hier vielleicht doch irgendwo. Vielleicht. Ich habe eine Idee. Hat es ja doch irgendwas mit dem Stachelbein zu tun? Ich brauche den weiter unten. Ach. Na. Diese Blöcke. Ja,
Okay. Na, na, so. So, dann gucken wir mal, was dabei hier unten anrichtet. Irgendwas. Hm. Offensichtlich nicht. Na gut. Tja, dann kann ich mich hier fast umbringen lassen. Ich bin ja nur hier wegen der Münze. Kein anderen Grund. Ja. Okay. Stachelball, wo bist du? Da. Oh, no. Gehen wir nochmal zur Mitte und gucken nochmal, ob da irgendwas war. Okay, so, also nochmal ganz, ganz doll schauen. Vielleicht hier irgendwo an der Seite. Hier durfte ich ja nicht hoch. Nee, okay. Hier links war ich schon. Also brauche ich da eigentlich auch gar nicht gucken. Also muss es hier unten irgendwo sein. Ah, hier könnte ich auch nicht mehr weiter durch. Hm. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Okay. Dann halt nicht. Vielleicht hier rechts? Nein, auch nicht. Wo könnte das denn noch sein? Ich habe doch jetzt so langsam alles abgesucht. Hm. Wisst ihr was? Da kommen wir noch zurück. Suchen wir erstmal die dritte Münze im Schloss. Und dazu nehmen wir den Mini-Pilz, warum auch nicht. Mini-Mario zum Sieg. Yay! Nee, hier brauche ich doch schon einen Pilz. Ohne wird das garantiert ganz schön schwer. So. Hier bin ich, glaube ich, einfach, ja, weil ich zu schnell war, dran vorbei an der Münze. Also sollte es kein Problem sein, die zu bekommen. Wenn ich diesmal ein bisschen besser aufpasse. Morena! Da war Münze Nummer 2. Okay. Wow! Habe ich noch mit meiner Mütze berührt.